Am Essener Hauptbahnhof ist es in der Halloween-Nacht zu einer Massenprügelei zwischen mehreren Gruppen gekommen. Rund 200 Männer, überwiegend mit Migrationshintergrund, hatten sich nach dem sogenannten Zombie-Walk dort gesammelt. Die Bundespolizei musste den Hauptbahnhof zeitweise absperren. Die Beamten sprachen über 1200 Platzverweise aus und leiteten mehrere Strafverfahren wegen Körperverletzung, gefährlicher Körperverletzung und Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz ein. Schnell wurde in den sozialen Medien über Parallelen zur Kölner Silvesternacht 2015 spekuliert. Damals wurden hunderte Frauen Opfer sexueller Gewalt. Laut Polizei könne man die Geschehnisse in Essen aber in keiner Weise mit denen von Köln vergleichen.